Das ist ja schön. Ja. Das ja. finde ich jetzt toll. Ehrlich, dass ich wohl dabei ja, bin, natürlich, gell? Ja, natürlich. Nee, ich hab's noch dran. Das ist schon zu viel. Ja, na ja. Gut. Hallo. Ja. Ja. Doch, super. Der Pakt für Pirmasens, der wurde vom Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis ins Leben gerufen. Und zwar deshalb, weil er im Grunde genommen das gesagt hat, was ganz viele gedacht haben. Nämlich, dass Kinder aus dritter und vierter Generation einfach darunter leiden, dass die Eltern bereits ganz schlechte Bildungsvoraussetzungen mitbringen und die Kinder haben eben nicht die Vorbilder, die man eigentlich braucht. Und dann war es bei der Neujahrsansprache 2008, wo der OB dann gesagt hat, jetzt muss was her, und da waren gleich alle wesentlichen Initiativen der Stadt mit von der Partie und haben das Ganze unterstützt. Und dann gab es runde Tische und dann hat man probiert, das Ganze in die richtige Richtung zu bringen. Und dann hat man gesagt, jetzt ist die Zeit reif. Im Juli 2009 war es dann so, dass die Stelle, nachdem die Stelle ausgeschrieben worden ist, für die hauptamtliche Koordination, ich habe mich darauf beworben und habe dann ab 1.7. dann die Stelle angetreten. Und es war für mich dann auch gar nicht so wahnsinnig schwer, weil schon ganz viele Vorarbeiten geleistet worden sind. Ich kannte andererseits vom Jugendamt her natürlich schon ganz viele Familien und hatte auch das Glück, dass ich von Anfang an eigentlich ganz viele Unterstützer auch dabei hatte. Beispielsweise dann auch die Frau Wattley, die von Anfang an mit dabei war, die habe ich dann, sage ich mal, über ein halbes Jahr, kann man fast sagen, fast vertröstet. Sie war dann schwanger und wollte aber irgendwie was tun. Und ich habe dann das 16,5-jährige Schwangere zu betreuen gehabt und wusste nicht, wen kann ich denn da jetzt einsetzen. Dann ist mir die Karin Wattley in Erinnerung gekommen. Die habe ich dann zusammengebracht. Dann hat einfach die Chemie gestimmt. Und letztlich konnte die junge Frau dann wirklich sehen, in welche Richtung muss ich mich bewegen mit meiner Schwangerschaft. Wie kann ich mich auf die Geburt vorbereiten? Sie konnte dann, als Ida im März auf die Welt kam, dann einfach sehen, wie geht sie jetzt mit dem Kind um. Sie durfte mal helfen beim Saubermachen und so weiter. Und konnte dann im August des gleichen Jahres ihren Sohn entbinden, ein gesunder Junge. Und die sind heute noch miteinander in Kontakt. Sie lebt ohne jede Jugendhilfe und ist heute noch froh, wenn sie einfach jemand hat, den sie ansprechen kann. Ich denke, sie wird heute im Laufe des Tages nicht vorbei. Ja. Genau. Ja, okay. Aber ganz, das ist ein Projekt und das ist die Lebenswegbegleitung. Das ist sozusagen das ganz zentrale Projekt. Fängt also vor der Geburt schon an. Und das Ganze zieht sich mit den Projekten dann bis hin zu Ausbildung und Studium. Die Projekte selber, die haben wir im Innenraum aufgelistet. Ich weiß nicht, ob Sie sich das mal angucken möchten oder eher nicht. Könnten wir vielleicht mal gucken.